Hallo Camper, das Jahr 2022 geht zu Ende und Silvia meinte, ein kleiner Jahresrückblick wäre jetzt angebracht. Ich weiß ja nicht, ob ich reden kann. Hallo. Hallo, liebe YouTuber, wir sind's. Es weihnachtet. Wir wollen kurz ein paar Grüße schicken. Wahrscheinlich werdet ihr dann nicht viel davon hören, weil Silvi so leise spricht. Wir sind's von Wischimobil. Wir wollen noch ein paar Grüße schicken vom Weihnachten, vom ganzen Jahr, zum Ende des Jahres. Euch grüßen und so kurz Fazit ziehen, was wir erlebt haben dieses Jahr und was wir weiterhin machen möchten. Also, das Jahr 2022, dann, wie fandst du das denn? War kein langweiliges Jahr. Oh Ich darf ja. übrigens nicht so viel sagen, da hat sie mir verboten. Ich darf immer bloß zwischendurch mal eine Ja. Kurzfassung machen. Genau, wir wollen Tempo machen. Es hier soll ja auch nur kurz und knackig werden. Das Jahr 2022 fing an, da habe ich mir das zweite Bein gebrochen. Fing schon gut an, also nicht so gut. Aber was soll's, das ist das Leben. Als erstes wollten wir ja nach Spanien. Haben wir auch in Angriff genommen. Sind dann mal losgedüst. Ende Januar war das, ne? Ja. 27. Ja, Januar. ungefähr. Über Heidelberg und Frankreich sind wir in den Puria Brava gelandet, in Playa de Haro, wo wir immer landen. Wir haben in Benidorm meinen Bruder mit seiner Frau besucht, haben uns da ein paar Schrammen zugezogen. Also das Wohnmobil, Ja, nicht wir. nee, Die Gott sei Schrammen Dank. hatte Silvia schon nach ihrem Beinbruch. Gut, sind dann am Mamenor Jetzt wird es mir gelandet. langsam warm hier. Am Mamenor gelandet, Las Alcazares. Haben da sehr viele Freunde getroffen. Sigi und Silvia und die Christiane und den Bernd und Theo und Manu und wie sie alle heißen. Alles schöne Grüße an euch. Das sind ja auch. So, wir wollten runter zum Marazul, da hatten wir gebucht im Februar, ne? Im ganzen Februar, glaube ich. Nee, Quatsch, März. Im März hatten wir da Boah, gebucht gehabt. ja, ich hab's nicht so mit. Da war ja der Sahara-Sturm. Genau, oje, oje. Da war auch erstmal schiefgelaufen mit unserer Buchung. Ja. Wenn da zwei was hinschicken und jeder unter dem eigenen Namen, dann kriegen die das da unten natürlich nicht gebacken. Ne, Sylvie? Damit war unsere Reservierung hinfällig und wir hatten eine neue Reservierung und das war dann nicht mehr so lange, wie wir es eigentlich vorhatten. Hat ja auch gereicht, nach dem Sturm hat es sowieso gereicht. Waren dann noch ein bisschen in Mazaron, haben sehr viel, wie gesagt, Leute kennengelernt und sind dann Juste Le Mans im April zurück. Wieder Das über Ende März, Anfang Spätzle, April war das. Spätzle Fritz und die Etappen. Das seht ihr dann noch mal kurz, Ich dann glaube, zu macht ihr Geburtstag auch meiner nichts. Tochter waren wir mal wieder hier. Genau. Und im Sommer waren wir dann mal im Spreewald. In Leipzig auf dem Campingplatz und in Giselwerder auch auf dem Campingplatz. Des Weiteren hatten wir am Neckar sind wir dann auf dem Campingplatz Zimbria gelandet. Da war ein Campertreffen. Lustig, wirklich, war toll. Sind dann auch noch im Speyer gewesen, im Technikmuseum, das sehr interessant war. Fand ich jedenfalls ganz sowieso. Und haben die Nordsee noch besucht, Husum bei Freunden. Ein paar Tage verbracht, auch gut. So, was steht hier noch? Der Karawansalon, genau, da waren wir auch noch. So, ja, haben doch einiges so gemacht. Karawansalon war für uns leider wieder ein Reinfall. Ich hatte da eingepackt unsere 360-Grad-Kamera, die wir hatten. Leider kann man die in Fahrzeugen nicht nehmen.
Das konnte man also hinterher vergessen, deswegen haben wir nur einen kurzen Bericht gemacht. Da gab es so viel Schimpfe von Leuten, wie schlecht das alles ist und so weiter. Das wollte ich mir weiter nicht mehr antun. Von daher gesehen ist das also ein bisschen kurz geworden, was wir über den Caravan-Salon gebracht haben. Kurz soll es ja auch bleiben. So, wir hatten dann nochmal eigentlich vor, im November nach Spanien zu reisen. Bernd ist auch losgefahren. Und wie das Leben so spielt, hat er die Reise abgebrochen, ist zu mir zurückgekommen. Also es waren nachher noch persönliche Gründe, die da reingespielt haben. Jedenfalls sind wir ja, wie ihr seht, jetzt zu Hause. Waren noch auf dem Weihnachtsmarkt in Bremerhaven, was auch sehr schön war. Und unser Schnucki steht jetzt in der Scheune und hat ja Dinge, die da kommen. Wir bedanken uns für alle, die uns trotzdem fleißig zugeschaut haben. 23, hast du da schon einen Plan? Nö, haben wir nicht. Bleib mal sitzen. Wir sind da weg. Lass mich doch hier nicht mit den YouTubern alleine lassen. Wäre ein Vorschlag von mir, was man vielleicht im nächsten Jahr anpeilen kann. Ist ja nicht mehr so lange hin, noch eine Woche. Für 2023 haben wir uns jetzt vorgenommen, nochmal. Frankreich sehe ich. Boah, so viel. Schön, freue ich mich mal. Azul? Auf dem Rückweg dann schon. Ja, schauen wir mal. Also ich habe einfach mal ein bisschen geguckt und letztendlich habe ich jetzt einfach für uns mal so Strecke rausgesucht mit Etappenzielen, die nicht sein müssen. Das ist einfach nur mal ein Dranlanghangeln an der Strecke. Das sind 350 bis 400 Kilometer Etappen und ich hatte mir gedacht, dass wir auch mal woanders hinfahren, nicht dahin, wo alle anderen immer sind. Und zwar stelle ich mir vor, dass wir über Freiburg durch Frankreich dann wieder fahren, für uns gewohnte Strecke. In Frankreich müssen wir mal gucken, was wir da an anderen Stellplätzen vielleicht mal aufsuchen können, um da mal was anderes vorzustellen. Dann geht's nach Spanien rein, auch dann ein bisschen weiter runter Richtung Valencia und von da aus dann in Richtung Toledo. Ist runter nach Tarifa vielleicht, ne? Ja, ja, lass mich doch einfach erzählen, was mir so durch den Kopf gegangen ist. Dann würde das rübergehen Richtung Portugal, ungefähr in Landesmitte. Bagadores heißt, glaube ich, die Stadt in Spanien noch. In Portugal ist Elvas. Da möchte ich ganz gerne hin, dann eine Festung besuchen. Und von da aus stelle ich mir vor, dass wir dann runterfahren in Richtung Tarifa, Gibraltar vielleicht aufsuchen können, auf dem Rückweg Richtung Malaga und Córdoba und Granada und dann Richtung Mar Azul. Da vielleicht dann nochmal 14 Tage an einer Stelle und dann so langsam die Rückreise antreten. Inwieweit wir das schaffen und können und machen und tun, weiß ich nicht. Das ist jetzt erstmal in Anführungsstrichen eine kleine Spinnerei von mir gewesen, einfach mal eine Strecke rauszusuchen, die anders ist als immer nur am Mittelmeer dran runter und hinterher am Mittelmeer wieder dran hoch. Ja. Jedenfalls wünschen wir euch jetzt ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bye, bye. Und da freuen wir uns dann auf neue Fahrten, die wir machen wollen. Okay. Tschüss.